Wie kann man am besten fürs Alter vorsorgen? Das beschäftigt Millionen von Deutschen angesichts von Nullzinsen und angesichts der anhaltenden Diskussion über die Altersarmut. Reden wir also darüber mit Dr. Peter Schwark. Er ist Mitglied der Geschäftsführung des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft. Herzlich willkommen und danke für Ihre Zeit, Herr Schwark. Ja, die klassische Lebensversicherung, ich glaube, da sage ich nichts Falsches, hat deutliche Kratzer bekommen. Aber ist sie auch ein Auslaufmodell? Tatsächlich haben wir mehrere Paradigmenwechsel gesehen in den letzten Jahren. Zum einen der Übergang von der Kapitallebensversicherung hin zur Rentenversicherung. Auf der anderen Seite auch etwas weg von den klassischen Garantien hin zu neuen Produkten. Das berücksichtigt natürlich auch die aktuelle Niedrigzinsphase. Das macht es schwerer, sehr langfristig sehr hohe Garantien zu geben und das mit guten Anlagechancen zu verbinden. Die neuen Produkte sind da anders. Sie verbinden immer noch Garantien mit größeren Anlagechancen. Und da stellen sich alle Versicherer gerade neu auf. Möchte ich gerne mit Ihnen ein bisschen in die Tiefe gehen. Denn Fakt ist ja, auch wenn man Herrn Draghi aufmerksam zuhört, dass die Zinsen eine ganze Zeit noch so niedrig bleiben sollen und möglicherweise sogar noch weiter fallen. Also sinkt faktisch auch die Attraktivität der klassischen Lebensversicherung. Es gibt neue, flexiblere Modelle der Lebensversicherung angesichts dieser Entwicklung. Wie werden denn diese Modelle mittlerweile angenommen? Die werden sehr gut angenommen. Wir haben in unseren Statistiken jetzt eine separate Kategorie auch unternommen, die genau diese Zwischenkategorie zwischen reinen fondsgebundenen Versicherungen ohne Garantie und den klassischen, mit den klassischen Garantien erfassen. Und hier haben wir mittlerweile Neugeschäftsanteile von deutlich über 30%. Das ist natürlich auch eine Sache, die für die Vermittler zum Teil neu ist, die sich auch mit diesen neuen Produkten beschäftigen müssen. Das ist auch ein Stück weit ein Kulturwandel, aber der findet statt. Und wir sind auch mit der aktuellen Geschäftsentwicklung in diesem Jahr gar nicht unzufrieden. Aber Hand aufs Herz, Herr Schwark, da gibt es ein Anlagerisiko, das auch der Anleger tragen muss, oder? Ich glaube, der große Unterschied zu Nichtversicherungsprodukten ist, dass es bei Versicherungsprodukten fast immer auch eine Garantie gibt. Das heißt, der Kunde kann mit einer bestimmten Leistung kalkulieren und darüber hinaus gibt es natürlich auch Überschüsse, es gibt Anlagechancen und das hängt dann letztendlich auch von den Märkten ab, wie sich diese dann realisieren. Aber eine reine Anlage in Bundesanleihen, die ist heutzutage ja gar nicht mehr zu empfehlen, sondern wir brauchen größere Flexibilität bei den Kapitalanlagen und die neuen Produkte bieten das auch im Interesse der Kunden. Es gibt viele verschiedene Überlegungen, was man tun kann, um die Altersvorsorge zu gestalten, ob jetzt privat, gesetzlich, welche Säule auch immer man nennt. Und die Grünen im Bundestag haben beispielsweise den Begriff Deutschlandrente ins Spiel gebracht. Da geht es um einen staatlich organisierten Rentenfonds. Was halten Sie davon? Der Deutschlandfonds oder Staatsfonds haben immer den Nachteil, dass sie sehr nah an der Politik dran sind. Schauen Sie die Nachhaltigkeitsreserve in der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie hat die Politik verleitet, jetzt doch ordentliche zusätzliche Rentenversprechen zu erteilen. Die Mütterrente nenne ich als Beispiel, die Rente mit 63. Wer schützt eigentlich die Anleger davor, dass künftige Töpfe, die in staatlicher Hand sind, nicht genauso zweckentfremdet werden? Deshalb ist eine staatsferne Anlage immer bevorzugungswert im Wettbewerb mit vollem verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz. Und im Übrigen, der Staat selbst hat überhaupt gar keine Erfahrung in der kapitalgedeckten Altersvorsorge. Die gesetzliche Rentenversicherung zum Beispiel sagt, sie ist Spezialistin in der Umlage, aber nicht in der Kapitaldeckung. Dafür sind die privaten Anbieter viel besser vorbereitet. Sie haben die entsprechenden Erfahrungen. Sie haben dieses Thema auch, ich sage mal ein Stichwort, Asset Liability Management, das Abstimmen der Kapitalanlagen auch auf die Verpflichtungen, entsprechend den Laufzeiten. Das sind Spezialitäten, die sind unsere zentrale Kompetenz und die hat der Staat so nicht und es ist auch nicht sinnvoll, dass er sie aufbaut. Da wird dann unnötig viel Geld nochmal verbrannt. Gehen wir doch mal auf die ganz andere Seite des Spektrums, denn auch da gibt es nicht wenige, die schwärmen ganz einfach von Qualitätsaktien als Altersvorsorge. Wenn man über viele, viele Jahre und Jahrzehnte Qualitätsaktien hält, lässt sich damit auch ein erkleckliches Sümmchen erwirtschaften, vor allem mit Blick auf die Dividenden. Ja, spricht grundsätzlich nichts gegen Aktien als Beimischung in einem ordentlichen Vermögensstock. Aber in Aktien zu investieren, erfordert auch Risikotragfähigkeit. Ich muss es aushalten, dass es auch mal deutliche Einbrüche geben kann, in der Spitze bis zu 70%. Das war ja die Krise 2000, 2003, die Anleger da verkraften mussten. Viele sind zum falschen Zeitpunkt ausgestiegen. Ich will es mal im Bild sagen. Achterbahnfahren ist im Allgemeinen sicher, es passiert selten was, aber trotzdem viele mögen das nicht. Dieses Auf und Ab, das man da hat, das ist genauso an der Börse. Für die Deutschen ist Sicherheit ein ganz wichtiges, ein ganz zentrales Thema in der Alterssicherung. Also Aktienanlagen sollte man allerhöchstens beimischen, wenn man schon einen entsprechenden Grundstock an sicheren Altersvorsorgeansprüchen hat. Gestatten Sie zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wie sorgen Sie eigentlich fürs Alter vor? Ich habe natürlich
sowohl eine Lebensversicherung aus der Zeit vor 2004, aber auch Rentenversicherung. Die Riester-Rente habe ich direkt 2002 mit abgeschlossen. Ich habe auch eine Basisrente und mein Arbeitgeber hat auch eine betriebliche Altersversorgung für mich. Trotzdem, wenn ich mir angucke, wie meine Versorgungslücken ausschauen, jeder hat ja Versorgungslücken, die auch vom persönlichen Einkommen abhängen, ist das nicht zu viel. Also das muss ja auch jeder für sich prüfen. Und Versicherungen sind auf jeden Fall eine gute Basis. Darüber hinaus kann man, wie gesagt, auch in Aktien investieren, aber nicht als erstes, sondern der Grundstock sollte in sicheren Anlageformen erfolgen und vor allen Dingen auch das Langlebigkeitsrisiko absichern. Denn was wir nicht wissen, wir wissen zwar, wie sich die Lebenserwartung entwickelt, aber keiner weiß, wie lange er persönlich leben wird. Und bis ins hohe Alter vorgesorgt zu haben, das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Ziel. Das merkt man vor allen Dingen, wenn man im hohen Alter ist. Niemand will dann in einer Situation sein, dass auf einmal das Geld alle ist. Ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Ganz herzlichen Dank, Dr. Peter Schwark, Mitglied der Geschäftsführung des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft. Haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.